Zeit einmal in Feberbrunn, in meinem Heimatort, wo ich aufgewachsen bin. Meine ganze Kindheit, bis ich 10 Jahre alt war, eigentlich jeden Tag verbracht habe und am Wochenende bzw. an die freien Tag daher gekommen bin, in mein Elternhaus, in meinem Heimatort, um Blacksock Energie zu tanken. Um jetzt aufs Skifahren zu kommen, habe ich natürlich Skifahren in Feberbrunn gelernt. Eine Wiesn, die haben wir niedertrettelt. Da habe ich mit meiner Mama und meiner Godi habe ich das Skifahren gelernt mit 3 Jahren. Und gegenüber, auf der anderen Talseite, wenn man das so sagen kann, Tag und Nacht verbracht, weil da haben wir eigentlich oft Nachtski fahren können. Wie ich dann halbwegs gut Skifahren können habe, bin ich eigentlich immer mit dem Papa ausgeguckt. Und da war, sage ich, meine 1% Gelände fahren und gesagt, eines der größten Hobbys vom Papa und vom Philipp natürlich. Ich komme ja nicht mehr so oft dazu, dass ich mit den zwei zusammen auf die Ski stehe. Früher viel, viel öfter, jetzt maximal 2-mal im Jahr. Von dem her ist es immer cool, wenn wir Zeit verbringen können, gemeinsam. Noch dazu in so einer coolen Gegend, wie wir es heute gemacht haben. Ich war in vielen Skigebieten, aber Feberbrunn ist immer noch mein Lieblingsskigebiet, muss ich sagen. Wenn er länger fährt, wenn ich weiß, er ist gesund, dann kann ich problemlos zuschauen. Wenn ich weiß, er ist nicht fit, dann gehe ich raus und warte, bis er rund ist. Oder? Mit seinen Verletzungen, mit dem Ding, das kann man sich gar nicht vorstellen. Es ist von klar auf schon so viel verlangt worden von ihm. Man muss das erst alles miterleben, damit man da mitreden kann. Dadurch, dass ich weiß, was das als für ein Leidensweg gewesen ist und das und dann das geschafft hat, alles trotz seiner Verletzung, ist das für mich das Höchste. Wenn der Körper passt, dann passt auch Skifahren meistens und dann ist das ein Radl, das funktioniert. Von dem her der härteste Moment definitiv mein erster Bandscheibenvorfall. War schon eine schwierige Phase, wo ich eigentlich kopfsponsorlos war. Und dann hat mich der Alex mit Casablanca unter Vertrag genommen. Und dann bin ich gleich noch ein Riesen ausgeschieden in Alter bei dir. Und ich weiß noch, wie die Leute schon mehr oder weniger Black geredet haben. Und am nächsten Tag bin ich 2-mal im Slalom geworden und das war dann so der Startschuss, dass es wieder nach oben geht und da von Anfang an voller Elan dabei war und wir gemeinsam dann eigentlich schon sehr, sehr früh erreicht haben und hoffentlich auch noch viel, viel mehr erreichen werden. Ja, Musik taugt mir. Es war ja eigentlich auch nicht geplant, dass ich den Song release, sondern das war ja eigentlich ein Freestyle im Herbst und das war halt so, eigentlich viele Eltern haben mir geschrieben, ja, ihre Kinder singen das mit. Und mein Bruder hat es ja selber auch gesungen, das gibt ja dann schon auch viel, wenn dein Kind mehr oder weniger deinen eigenen Song, sag ich jetzt einmal, da mitsingt. Ja, Feedback war gut, von dem her. Ich sage immer, wenn es eine Handvoll Leute taugt, dann hat es ja schon ausgezahlt. Wenn eine Handvoll Leute eine Gaudi damit haben, dann ist ja das in Zeiten wie diesen, wo es so ernst ist und alles so spießig ist, eigentlich eine coole Sache, sage ich jetzt mal. Ja, früher war der Hansi der Skifahrer mit der Musi. Früher war es der Skitwister, dann ist die Frau Holle. Es gibt wahrscheinlich nicht viel etwas Schönes, wenn man mit den Kindern noch Gemeinsamkeiten hat. Im gewissen Alter, wo normal jeder schon seinen Weg geht, wenn man da noch gemeinsam sowas machen kann und dann auch mal ein bisschen die ganzen Sachen Revue passieren lässt. Also sprich, wo man dann alle geschaut haben am Graben. Wo es halt im Sommer gewesen ist, einmal Zetteln oder wie auch immer, oder wo ich selber da Kehrbauer gewesen bin da drin. Oder eben auch, wo man gemeinsam hochgefahren ist, auch die gegenüberliegenden Hänge da vor der Salbacher Seite auf Tirol. Aber ja, war ein schönes Erlebnis. Und im Allgemeinen komme ich immer wieder gern nach Feberbrunn, das ist schon wo ich meine ganzen Freunde eigentlich daheim habe, die ganze Verwandtschaft und ja, da gibt es viele Türen, wo ich ohne Leiten, ohne Klingeln aus- und eingehen kann und ja, das ist schon einfach Heimatgefühl und von dem her etwas, wo ich immer gut abschalten kann. Dann schnappe ich die Freundin, die Selle und die Kids und dann fahren wir heim nach Feberbrunn. Dann haben wir ein bisschen Zeit zum Genießen, sage ich jetzt einmal meistens.